In der Astronomie gibt es kaum einen Bereich, der so vital ist wie die Suche nach extrasolaren Planeten. Und dahinter steckt natürlich die Frage, gibt es auch bewohnbare Planeten? Also gibt es einen, der vielleicht so ähnlich ist wie die Erde? Und gibt es da vielleicht Leben? Und dann, Wahnsinn, jetzt machen wir das seit 30 Jahren. Wir haben noch nichts gefunden. Da stimmt doch irgendwas nicht. Da wird doch nicht richtig gesucht. Da hat man doch nicht die richtigen Sterne, wo man mal gucken kann. Kann es sein, dass da falsch geguckt wird, dass wir unsere Zeit, also unsere Beobachtungszeit vertun, indem wir Planeten beobachten, von denen wir wissen, da kann überhaupt niemand drauf leben? Oder um Sterne rum, von denen wir wissen, da kann überhaupt kein Planet sein in der Nähe, auf dem Leben entstehen kann? Gucken wir einfach falsch? Ja, könnte sein, echt. Also, dass wir falsch gucken. Wenn das stimmt, dann hat das als Konsequenz, dass über 70% aller Sternsysteme in der Milchstraße leblose Umgebungen sind, die wir kategorisch aus unseren Suchprogrammen rauswerfen sollten. Das tun wir aber nicht. Könnte es sein, dass unsere aktuellen Suchstrategien völlig umsonst sind? Stellt euch mal vor, wir würden was finden. Wir würden tatsächlich mal einen anderen Planeten finden im Universum, auf dem wir Leben nachweisen können. Das ist also eine ganz, ganz große Geschichte. Es ist eines der wichtigsten Kapitel der größten Geschichte aller Zeiten, ist die Suche nach außerirdischem Leben. Und deswegen machen wir das. Wir machen seit über 30 Jahren, suchen wir nach Planeten. Die Frage ist natürlich, wie kannst du überhaupt einen Planet finden? Das ist ja ganz schwierig. Ein Planet ist so klein im Vergleich zum Stern. Der leuchtet auch nicht so besonders. Wenn, dann macht das nur im Infrarotbereich. Es ist eine Wahnsinnsaufgabe, nach Planeten zu suchen. Und da gibt es verschiedene Verfahren. Eine davon bevorzugt große Massen, also so ein Planet wie den Jupiter. Weil eine große Masse, die um einen Stern herum sich dreht, die verursacht im Licht des Sternes eine so starke Veränderung, dass man das gut beobachten kann. Deswegen war die Anfangsperiode der Suche nach extrasolaren Planetensystemen war vor allen Dingen von den großen Massen geprägt. Da hat man nur Jupiter-ähnliche Planeten gefunden, aber immerhin, man hat sie gefunden. Manche von denen rasten in 4 Tagen um den Stern herum, zum Beispiel der erste, Pegasus 51. Da raste ein Planet, der halb so groß war wie der Jupiter, rast um diesen Stern herum. Da hat man schon gedacht, ach du Vater herein. Da wusste man, aha, der ist da nicht entstanden, der muss von außen reingewandert sein und so weiter. Dann hat man noch was anderes, eine andere Methode verwendet, nämlich die Transitmethode. Die Transitmethode ist die hier. Also jetzt nicht so, sondern die. Das heißt, der Planet zieht an dem Stern vorbei, dadurch ändert sich seine Helligkeit ein bisschen und daraus kann man alles Mögliche ausrechnen. Die Transitmethode hat natürlich einen großen Vorteil, wenn der Planet möglichst schnell um den Stern herumrast, weil dann sieht man einfach oft genug, wie diese Helligkeitsschwankungen sind. Das heißt also, kleine Planetensysteme, die haben da schon einen Vorteil. Ich meine, bei der Erde zum Beispiel musst du ein Jahr warten, bis die wieder vor der Sonne vorhergezogen ist. Also mit anderen Worten, die eine Methode bevorzugt diese schweren Planeten, die andere Methode bevorzugt die kleinen Systeme. Und da kommen nämlich die M-Zwerge ins Spiel. Die M-Zwerge, das sind ja überhaupt die häufigsten Bewohner der Milchstraße. 60-70%, über 70% sogar, sagen einige, der Sterne in der Milchstraße sind M-Zwerge. Das sind Sterne, die sind deutlich kleiner als die Sonne. Also sagen wir mal ein Zehntel, 0,1 bis 0,6 Sonnenmassen, sowas. Und das sind die meisten. Hier siehst du schon in der Nähe der Sonne. Von 60 Sternen in der Umgebung der Sonne sind 50 M-Zwerge. Aber M-Zwerge haben eben auch Eigenschaften, die für das Leben auf dem Planeten ganz schöne Schwierigkeiten machen. M-Zwerge sind eben sehr leichte, sehr kleine Sterne. Und deswegen sind auch die Planetensysteme um den M-Zwerg herum klein. Das heißt, die Veränderungen, die man bei dem Transit messen kann, die sind dann eben auch sehr schnell. Da kann man innerhalb von wenigen Wochen kann man da richtig viel sehen, was um so ein M-Zwerg herum passieren muss. Sonst würde man seine Helligkeitsschwankungen nicht verstehen. Das heißt, man kann tatsächlich bei den M-Zwergen am schnellsten einfach herausfinden, hat der Planeten oder nicht. Gut, M steht offenbar für irgendwas. Was ist denn ein Zwerg? Gibt es denn auch Riesen bei den Sternen? Ja, die gibt es. Also machen wir mal ganz kurz, wie ist denn die Zoologie der Sterne? Dazu gibt es ein Diagramm, das Hertzsprung-Russell-Diagramm. Im Hertzsprung-Russell-Diagramm ist auf der einen Seite aufgetragen die Leuchtkraft des Sterns und auf der anderen Seite, Achtung, in die andere Richtung, die Temperatur des Sterns. Also die Temperatur steigt nicht von euch aus gesehen von links nach rechts, sondern die Temperatur steigt von rechts nach links. Seht ihr es? Okay.
Und dann gibt es offenbar eine Reihe da drin, nämlich das ist die sogenannte Hauptreihe. Die meisten Sterne sind auf dieser Hauptreihe drauf. Solange sie auf dieser Reihe sind, ist alles gut. Solange sie auf dieser Reihe sind, verbrennen sie Wasserstoff zu Helium. Das ist die längste Lebensphase eines jeden Sterns. Und wenn Sie da Probleme kriegen am Ende Ihres Sternenlebens im Inneren, also wenn der Wasserstoff zu Helium verbrannt ist, dann hängt es davon ab, wie es mit Ihrer Masse ist. Aber viele davon gehen von der Hauptreihe weg, werden zu Riesen, also blähen sich auf. Zum Beispiel die Sonne wird zum roten Riesen werden. Weit bis über die Erdbahn hinaus wird sie sich aufblähen, wird dabei sich abkühlen, wird zum roten Riesen werden. Und wenn das auch vorbei ist, dann wird sie zum weißen Zwerg. Also ganz offenbar gibt es verschiedene Sternsorten. Und die haben jetzt so eine komische Einteilung in der Astronomie erfahren. O- und B-Sterne sind besonders groß, A-Sterne sind kleiner, O, B, A, dann kommen die Fs, F-Sterne, dann kommen die G-Sterne, die kann man sich besonders gut merken, die G-Sterne. Unsere Sonne ist ein G-Stern, ein guter Stern. Warum gut? Naja, wir leben drumherum, scheint also fürs Leben gut zu sein. O, B, A, F, G, K, dann kommen die K-Zwerge und dann kommen unten die M-Zwerge. Seht ihr es? Ja, das ist also die Verteilung der Sterne. Jetzt kann man sich natürlich fragen, kann denn um jeden Stern herum, kann es denn da Leben geben? Und jetzt kommt es drauf an. Also, sagen wir mal so, wenn wir der kosmische Durchschnitt sind, also, guckt euch einfach mal um, also wir wären jetzt so der kosmische Durchschnitt, dann muss ein Planet mindestens 4,5 Milliarden Jahre lang von seinem Stern beschienen sein, damit es zu einem Lebewesen kommt, das zum Beispiel solche Videos produziert wie das hier. 4,5 Milliarden Jahre ist eine ganz schöne Nummer. Können wir uns fragen, wie lange lebt denn so ein Stern, zum Beispiel so ein O- oder so ein B-Stern? Die sind sehr heiß, die sind sehr groß, die sind sehr schwer. Das heißt, der Druck auf die Kernfusionsanlage im Innern ist so hoch, dass diese Sterne teilweise nur wenige Millionen Jahre alt werden, dann sind die sofort durch. Das heißt, die explodieren auch relativ schnell. Das heißt, wenn wir der kosmische Durchschnitt sind, dann können wir fast eine Aussage machen, ab welcher Sternart kann es denn überhaupt zum ersten Mal intelligente Lebewesen geben. Man kann aber auch bei jedem Stern sich sowieso fragen, wie ist denn da mit habitabler Zone und so weiter. Nehmen wir zum Beispiel mal so einen richtig heißen O-Stern, also der richtig 20.000, 30.000 Grad Oberflächentemperatur, da so blau, viel Ultraviolett und so weiter hat. Wo ist denn da die bewohnbare Zone? Bewohnbare Zone ist nämlich eine andere Geschichte, die mindestens genauso wichtig ist wie der Sterntyp, nämlich der Abstand vom Stern, wo die Temperatur gerade so ist, dass unter, sagen wir mal, einigermaßen normalen atmosphärischen Bedingungen Wasser flüssig ist. Also nicht kein Eis und kein Dampf, sondern wo Wasser flüssig ist. Und bei den O- und B-Sternen ist der Abstand so weit weg von dem Stern, dass da draußen keine Felsenplaneten entstehen können. Also weit hinterm Uranus, wenn man das jetzt mal mit unserem Sonnensystem vergleicht. Das heißt, wir können hier eine klare Aussage in diesem Hertzsprung-Russell-Diagramm machen, können die Sterne von oben runter nehmen, sind zu groß, leben nicht lang genug. So interessant wird es eigentlich überhaupt erst bei den G-Sternen. Die G-Sterne sind die, oder vielleicht F-Sterne, das sind die allerersten, die mal eine Milliarde Jahre leben können, wo sich die Evolution auf dem Planeten auch so entwickeln kann, dass es tatsächlich zu sowas wie uns kommen kann. Wenn man allerdings, sagen wir mal, nur einzelliges Leben haben will, dann hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten. Also dann kann man durchaus auch noch einen größeren Bereich von Sternen zur Verfügung haben, weil ja, bei uns auf der Erde ist ja offenbar seit nach 400, 500 Millionen Jahren schon Leben da gewesen. Das heißt, wir können je nachdem, welche Art von Leben wir auf einem Planeten suchen, können wir unterschiedliche Systeme aus dem Hertzsprung-Russell-Diagramm rausnehmen. Aber bei den K- und M-Zwergen, da wird es eben interessant. Vor allen Dingen die M-Zwerge. Das sind ja jetzt unsere Freunde. Die M-Zwerge haben eine besondere Eigenschaft, nämlich die sind voll konvektiv. Also im Innern eines Sterns hat man diese Fusions, den Kern des Sterns, in dem die Fusion stattfindet. Bei der Kernfusion, vor allen Dingen bei Wasserstoff zu Helium, wird Energie frei. Diese Energie muss nun aus dem Kern des Sterns an die Oberfläche drängen. Das ist überhaupt der Mechanismus, wie der Stern sich selbst stabil hält. Das heißt, es gibt einen Unterschied im Druck von innen nach außen, also die Energiefreisetzung im Innern drückt nach außen, gleichzeitig drückt aber die Schwerkraft des Sterns auf sich selbst nach innen. Und diese beiden Kräfte, nämlich der Druckgradient, der Druckunterschied von innen nach außen und die Schwerkraft auf sich selber, die beiden halten sich die Waage.
Jetzt muss aber die Energie von innen nach außen transportiert werden. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Variante ist direkte Wärmeleitung. Das heißt also, die Strahlung stößt sich an den Teilchen und begibt sich allmählich nach außen. Wenn aber der Temperaturunterschied zwischen innen und außen zu groß ist, dann beginnt die Konvektion, dann beginnt die Bewegung von großen Masseanteilen in so einem Stern praktisch auf so großen Rollen. Und da kommen wir gleich auf den Punkt. M-Zwerge sind also voll konvektiv, da wird richtig durchgemischt alles. Und M-Zwerge sind deswegen magnetisch höchst aktiv. Wieso magnetisch? Weil das Gas eines Sterns ist ionisiert. Warum ist es ionisiert? Weil es so heiß ist. Dann haben nämlich die Atome ihre Elektronen verloren. Wir haben es mit positiv geladenen Atomkernen zu tun und den negativ geladenen Elektronen. Mit anderen Worten, wir haben es mit geladenen Teilchen zu tun, die strömen. Geladene Teilchen, die strömen, sind ein elektrischer Strom induziert ein Magnetfeld. Und da sind wir beim Thema. Ein M-Zwerg hat die unangenehme Eigenschaft, immer wieder außerordentlich aktiv zu werden. Aktiv heißt, das können wir bei der Sonne ab und zu auch mal sehen, da drängen die Magnetfelder nach oben, reißen auseinander, das Plasma spritzt heraus, es kommt zu Explosionen, zur Teilchenbeschleunigung, Röntgenstrahlung, Gammastrahlung und so weiter. Und wenn du da mit deinem Planeten zu nah an dem Stern bist, ist das ein Problem. Und jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, bei M-Zwergen, die haben halt sehr, sehr kleine Planetensysteme. Warum? Weil der Stern selber so klein ist. Das heißt also, der mit seiner Schwerkraft zieht in seiner Nähe natürlich Felsenplaneten an. Und auf diesen Felsenplaneten hätte es ja zu Leben kommen können. So wie bei uns auf der Erde auch. Ist ja auch ein Felsenplanet. Ne? Aber es kommt noch was hinzu. Der Abstand der Planeten zum M-Zwerg ist so klein, dass die Planeten in ihrer Eigendrehung, also in der Drehung um die eigene Achse, synchronisiert sind. Also mit anderen Worten, die zeigen dem Stern immer die gleiche Seite, so wie der Mond uns, also der Erde, immer die gleiche Seite. Das heißt, der dreht sich genau einmal um die eigene Achse, während er sich einmal um die Erde dreht. So drehen sich um M-Zwerge herum die Planeten in der habitablen Zone, also da, wo sie nah genug an dem M-Zwerg sind, dass es auf ihnen warm genug ist für flüssiges Wasser. Das ist aber innerhalb der Zone, wo sie in ihrer Eigendrehung synchronisiert sind. Denn so ein M-Zwerg ist natürlich viel kälter als die Sonne. Die Tatsache, dass ein Planet immer dem Stern immer die gleiche Seite zeigt und dass der Stern zugleich auch regelmäßig Ausbrüche hat, die diesen Planeten immer wieder mit Strahlung überschütten, die liefert natürlich zwangsläufig den Eindruck, dass auf der sternzugewandten Seite wahrscheinlich außerordentlich sterile Verhältnisse herrschen. Die Lebensdauer von M-Zwergen sind 10 Billionen Jahre. Das heißt, selbst dann, wenn also auf der Vorderseite eines solchen Planeten dann mal so ein Ausbruch wieder das Leben zerstört hat, bei diesen Lebensdauern hat das Leben Zeit. Das könnte wieder von vorne anfangen. Gut, wäre natürlich jetzt blöd, wenn es dann wieder kaputt machen würde. Das heißt, die Art und Weise, welche Art von Leben sich da entwickelt, hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, ob es dem Leben gelingt, praktisch auf die Rückseite, regelmäßig auf die Rückseite zu gehen. Man könnte sich folgendes Szenario überlegen. Schöne Science-Fiction-Geschichte. Auf einem M-Zwergplaneten hat es mal tatsächlich eine bestimmte Form von Leben geschafft, bis hin zur wissenschaftlichen Phase zu kommen. Dann haben sie sich überlegt, Mensch, da können wir ja eine wissenschaftliche Phase heißt natürlich immer, die Menschen betreiben Physik. Ist ja klar. Ich meine, alle intelligenten Lebewesen im Universum betreiben Physik. Und wenn du Physik betreibst, dann kannst du natürlich vorhersagen, wann der Stern ausbricht. Das heißt, der Lebensform auf dem M-Zwergplaneten ist es gelungen, so viel Physik zu betreiben, dass sie vorhersagen können, wann er ausbricht. Dann machen sie eine Vorhersage, dann gehen sie auf die Rückseite. 21, 22, 23, ne? Da zählen sie, bis es vorbei ist und dann gucken sie, dann schicken sie vielleicht noch einen Roboter nach vorne und gucken, wie es ist, dann können sie weiterleben. Also in dem Moment, wo eine Lebensform auf einem Planeten die wissenschaftliche Phase erreicht, kann sie beginnen, sich von den natürlichen Gegebenheiten unter Umständen so sehr zu entkoppeln, dass sie ihr Leben auch für astronomische Lebenszeiten dann tatsächlich möglich macht. Ist doch eine irre Perspektive. Also nur mal für Spaß. Ob es tatsächlich so ist, wissen wir nicht. Bis jetzt, bis heute, haben wir noch keinen Hinweis von Leben auf einem M-Zwergplaneten gefunden.
weil wahrscheinlich die Bedingungen dann schon so sind, dass die Dinger so oft ausbrechen, diese Sterne mit ihren gewaltigen Strahlungsausbrüchen, dass sie das Leben auf der Vorderseite dieses Planeten vernichten. Oder aber die andere Variante ist natürlich auch möglich, es passiert alles unter der Oberfläche, also der M-Zwerg-Planetenoberfläche. Da könnte sich ja was tun. Lässt sich nicht ausschließen, denn das Leben, und das wissen wir von der Erde ganz genau, das Leben findet immer eine Möglichkeit. Wenn es einmal auf einem Planeten ist, wenn es auf einem Planeten einmal passiert ist, dann ist es ganz schwierig, wieder wegzukriegen. Ganz schwierig. Wenn wir mal die eigene Erdgeschichte so anschauen, was mit diesem Planeten alles passiert ist, welche Massenaussterbeerscheinungen es gegeben hat, wie stark sich zum Beispiel die Zusammensetzung der Atmosphäre verändert hat durch das Leben selbst und wie giftig dieses Gas Sauerstoff, was wir heute alle so locker einatmen, im Grunde genommen für Lebensformen damals war. Das sind ja 99% aller Lebensformen sind damals krepiert wegen diesem gefährlichen Sauerstoff. Aber die eine, die es geschafft hat, und sobald eine da ist, geht es weiter. Wenn man sich das allein nur anschaut, wie lange auf unserem Planeten eine einzellige Lebensform die Dominante war. 90% der Erdgeschichte war Leben immer nur Einzeller. Aber dann ist die richtige Sauerstoffkonzentration passiert und danach ging es los mit den komplexen Lebensformen. Aber unser Planet dreht sich auch. Unsere Sonne ist ein anderer Stern als die M-Zwerge. Das heißt, es könnte sein, dass wir Hunderttausende von M-Zwergen beobachten, wohl wissend, dass da auf dem Planeten eigentlich gar nichts sein kann. Was für wichtige Voraussetzungen auf dem Planeten gibt es denn für die Entwicklung von Leben? Eine davon ist natürlich, dass Wasser auf dem Planeten ist. Jetzt kann Wasser bei der Entstehung von Felsplaneten nicht alleine von alleine entstehen, durch irgendeine Knallgasreaktion, also Wasserstoff und Sauerstoff kommen zusammen, entsteht Wasser, sondern Wasser wird, und da sind wir heute ziemlich sicher, von Asteroiden auf die inneren Planeten eingetragen. Planeten entstehen ja immer in Scheiben um Stern herum. Und die Scheiben um den M-Zwerg sind natürlich ziemlich klein. Und so weit draußen, wie man jetzt einen Gasriesen bräuchte, der einen Asteroidengürtel um einen M-Zwerg möglich macht, so weit draußen können keine Gasriesen um M-Zwerge entstehen, weil die protoplanetaren Scheiben um M-Zwerge sind ziemlich leicht. Und da draußen ist einfach nicht genügend Gas und Staub, um so einen Riesen zu erzeugen. Aber, wie auch immer, es könnten ja woanders her Asteroiden kommen und die hätten einen Planeten mit Wasser beliefert. Dann wäre immer es noch möglich, dass auch um einen M-Zwerg herum es doch noch Wasser gibt. Dann ist die Frage, wie kann das Leben auf so einem M-Zwergplaneten mit der Strahlung auskommen? Also nicht mit den Strahlungsausbrüchen, damit kann es natürlich gar nicht klarkommen, sondern mit der Strahlung, die vom Stern kommt. Die ist ja rot, das ist ja Infrarotstrahlung. Das heißt, die ist nicht so energetisch wie das sichtbare Licht, was die Sonne zum Beispiel auf die Erde abgibt. Das heißt, es muss auch bei der Strahlung, wenn man jetzt mal an die Pflanzenproduktion denkt, muss es die richtige Strahlung sein, damit die Pflanzen auf einem Planeten existieren können. Das könnte so weit gehen, dass die Pflanzen auf einem M-Zwergplaneten schwarz sind. Also selbst dann, wenn ein Planet um einen M-Zwerg herum in der habitablen Zone ist und wenn das Leben auf dem Planeten, sagen wir mal, im Untergrund existieren würde, hätte dieser Planet unter Umständen immer noch Probleme, irgendeine Lebensform zu erhalten. Aber wenn es eine gäbe, dann würde die sich garantiert an die Lebensbedingungen auf dem Planeten anpassen. Davon können wir ausgehen. Leben ist ein selbstorganisierter Anpassungsprozess von Materie. Für mich nach wie vor das größte Mysterium im Universum überhaupt. Und das macht die Suche nach Leben auf Planeten um M-Zwerge so schwierig. Dass eben die M-Zwerge auf der einen Seite einen wunderbaren Auswahleffekt haben, man kann die einfach schnell beobachten, kann schnell Planeten finden. Andererseits aber haben die M-Zwerge Eigenschaften, die jetzt nicht so besonders lebenspositiv sind. Das heißt also, wir sind momentan in der Situation, dass man sich vielleicht mal umgucken müsste, ob es nicht noch andere Zwergsorten gibt, die vielleicht ein bisschen vielversprechender sind. Bleibt immer noch die große Hoffnung der K-Zwerge. Die haben besondere Eigenschaften, naja, die liegen also zwischen den M-Zwergen und den G-Sternen. Die G-Sterne ist ja wie unsere Sonne, eine Sonnenmasse, ne, ist klar, eine Sonnenmasse, G-Stern hat eine Sonnenmasse, ist prima. Die M-Zwerge waren die bis 0,6 Sonnenmassen, also muss es zwischen 0,6 und einer Sonnenmasse muss es noch eine Sorte geben und das sind die K-Sterne. Die sind auch nicht so kalt wie die M-Zwerge, sie sind auch nicht so heiß wie die G-Sterne. Das heißt, die liegen in einem Temperaturbereich, der eigentlich ganz angenehm ist. Also es gibt schon genügend sichtbares Licht, aber es gibt immerhin nicht so viel Ultraviolettstrahlung, wenn überhaupt, dass ein Planet um diesen Stern herum eine nennenswerte Ozonschicht bräuchte. Was noch dazu kommt, ein K-Stern, der lebt lange.
Unsere Sonne wird ja nach 10, 12 Milliarden Jahren vergehen. So ein K-Stern, der wird 30, 70, 80 Milliarden Jahre alt. Bei K-Sternen ist einfach alles besser als bei M-Zwergen. Die Systeme sind größer. Die Planeten können sich also weiter draußen bilden und sind trotzdem in der habitablen Zone. Deswegen können sie sich auch um ihre eigene Achse drehen. Das heißt, sie sind auch nicht der Gefahr ausgesetzt, dass die eine Seite vom Stern verbrutzelt wird und die andere Seite völlig vereist. Im Grunde genommen sind die K-Sterne ein guter Kompromiss zwischen dem, was wir fast paradiesisch in unserem Sonnensystem erleben und dem, was vielleicht eine Lebensform in abgekochter Weise bei den M-Zwergen erleben würde. Also so die K-Zwerge, die haben eigentlich alle Vorteile des einen, ohne die großen Nachteile des anderen. Insofern sind sie die idealen Objekte. Und da gibt es auch zwei, nämlich Kepler 442b und Kepler 62f. Beide sind allerdings über 900 Lichtjahre von uns entfernt. Und deswegen für das James-Webb-Teleskop ein Problem. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen warten, aber insgesamt sollte man sich vielleicht in Zukunft mal mehr auf die K-Zwerge stürzen, also per Teleskop, als immer nur M-Zwerge anzugucken. Obwohl auch das schon eine große Sache ist, denn, sind wir doch mal ganz ehrlich, Planeten um andere Sterne hätte man gedacht, das finden die nie. Heute haben die schon ein paar Tausend. Nicht schlecht für den öffentlichen Dienst, ne? Das Geschäft der Exoplaneten boomt. Echt? Ist das ein Geschäft? Werden die verkauft? Hallo, Jana? Klar, die werden an die Zeitungen verkauft. Ach so, die werden an die Zeitungen verkauft. Okay. Um Gottes Willen! Seit 30 Jahren suchen die nach Planeten. Wieso finden die eigentlich nichts? Die gucken nicht richtig. Die müssten mich mal ranlassen. Jana hat mir gerade gesagt, Kepler 62f hat sogar womöglich einen Ozean. Also eine völlig bedeckt von einem riesigen Ozean. Wobei natürlich immer die Frage sich stellt, würden die auf einem solchen Planeten Weltraumfahrt entwickeln? Meine Antwort wäre nein, denn dazu muss man Starkstromexperimente machen und die macht man unter Wasser genau einmal. Na gut, lassen wir das.